Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir Level 2 geschafft, haben 100 Tonnen seine Würstchen wiedergegeben. Blondie hat uns getroffen und wir sollen jetzt sie verfolgen mit diesen Not. Das wusste ich. Okay, aber ich gehe erstmal nach links und guck, was da ist. Zum Beispiel das hier und 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 nichts mehr. Ah. Sehr schön. War doch kein Loot, ich kann das rutschen, ne? So, dann komm mal her. Upsala. Mal gucken. Easy boy. Din, 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 din. Sehr schön. Kann man keinen Doppelsprung machen, das nervt mich ein bisschen. Egal. Din, 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 din. Das ist auch eine Ausdauer, oder? Nee. Oh, geil. Dann für Viecher im Hintergrund. Keine Ahnung. Merkwürdige Welt. Egal. Ich habe das Gefühl, ich werde viel öfter Sachen verpassen. R2 verschafft dir einen schnellen Geschwindigkeitsschub. Als kleine Dreingabe kannst du mit den harten Notschädel durch manche Felsen schmettern. Stimmt, ich sehe es jetzt gerade so. Sehr geil. Okay. Was? Oh, Skiff. Hol mir das. Danke. So. Jetzt ist er... Warte mal, ich möchte hier runter. Auch. Danke. Der Skiffy ist jetzt grün, also müssen wir mal warten, bis er rot wird, weil ich möchte mal sehen, was mit diesem kritischen Manöver auf sich hat. Da ist bestimmt voll geil. So, was haben wir hier noch? Überhaupt nichts. Okay, aua. Ey. Und wieder rein. Oh, ich kann einfach so einen Sprung machen. Geil. Mal hier. Kannst du auch sein? Nee. Und Kontrollpunkt. Und da hinten sehe ich schon Geheimnisse. So. Das hier. Musst du mal wieder runter von Loot und laufen, dann drücke 3, um abzusteigen. Du kannst auch mit dem Sprung absteigen, um hochgeladene Orte zu erreichen. Oh. Kann ich sogar noch einen Doppelsprung machen. Geil. Bams. Sehr gut. Aber warum sollte ich... Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ah! Muss ich da ausprobieren. Okay. Sehr gut. Oh, hier habe ich gar nicht direkt gedrückt. Aber egal. Ja, mir gefällt das Spiel. Macht mir Spaß. Eine richtig gute Abwechslung ja zu den ganzen Rollenspielen, die ich Let's Play. So, und das Ding bringt mich wahrscheinlich da hinten zu den Typen hin. Einer. Ah! Du Sack. Und du auch, obwohl du nichts getan hast, noch nicht. Ah! Hinten. So. Es geht, wo bist du? Muss mal gucken, ob du bist nicht. Keine Ahnung. Ich mal aufbauen. Au, hey. Wer war das? Who dares to interrupt me? Ah. Sehr gut. Was? Einfach so unter ihn durchrutsche. Guck mal noch grün. Geil. Wenn er nicht gerade mal was für mich holt, macht er alles kaputt oder wie? Hey. Ja, ich kann mich auch schützen und so, ne? Na, ich kann nichts machen.
Vielleicht mal gucken sollen, was da noch ist. Kann man da bestimmt drüber springen, ne? Zeig mal, Schwert. Ja. Jetzt aber ich kann nur mit Analog hier steuern. Gadgets Manöver, Blitzklinge. So, nochmal. Wird gespielt. Kritisches Manöver, bitte. Ach, er war noch hier, okay. Wenn Kids Messpegel und Skiffy eine rote Färbung aufnehmen, kannst du ein kritisches Manöver auswählen. Halte R2 gedrückt und drücke 4, um den Gegner mal so richtig aufzumischen. Oder macht halt irgendwie was und ich merke es nicht. Soll aber ein Gegner sein. Das scheint jetzt gerade so schön rot zu bleiben. Ja, das war sehr gut. Ich habe die ganze Zeit R2 gedrückt, weil vielleicht taucht ja noch ein Gegner auf und so. So, nochmal. Diesmal nicht in das Ding reinlaufen. Wenn es geht. Weil ich bin sehr beschränkt, wenn es um sowas geht. Und ich komme trotzdem da rein, egal. Dann weiter. So. So, da habe ich doch gesehen, da hinten war doch. Ja, Bams. Auch voll wenig Truhen bis jetzt gefunden. Kann kein kritisches Manöver machen. Das haben wir ein Gegner in der Nähe sein. So, wenn du angegriffen wirst mit den normalen Schwertmanövern zurückschlagen. Quer und Kreis, ja. Warten, Gegner gerade. Ey! So, lass mich da mal gucken. Da kann ich nicht hin. Okay. Dün, 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 dün. So, da ist auch nichts. Warum nicht? Okay. Easy boy. Dann los, weiter. Ups. Ups. Hey, na? Komm mal her, ich möchte mal was ausprobieren. Ey. Wie schießen? Ich habe von da links. Hey, da ist wieder was. Ah, ich wusste es. Da ist ein Goldfisch im Wasser, während er in einem Beutel mit Wasser ist. Das ist voll die Ironie. Lacht. Okay, kann ich schwimmen? Vorbei. Das ist eine Truhe. Sie darf nicht von Feuer getroffen werden, aber in Wasser, da kann sie rumplanschen. Ne? Das finde ich doch echt unlogisch. Also, nee. Das macht für mich keinen Sinn. Oh. Ja, auch kaputt machen. Nein, okay. Ist ja gut. So, wie komme ich da hinten? Weiß ich nicht. Durch den Teleporter nehme ich an. Warte mal hier. Kann ich da nicht hoch? Ne, kann ich nicht. Oder kann ich da hoch? Schummeln? Nein? Okay. Dann. Warte. Okay. Oh, spack mir hier nicht ab. Nur weil ich nicht da bin, heißt das noch lange nicht, dass du machen kannst, was du willst, sogar ist mir. So, okay, skip. Jetzt sind wir übrigens wieder grün, alle. Verdammt. So, hier muss ich. Da kann ich da auch durchpreschen. Verdammt.
Okay, dann nicht. Dann, upsala. So, viel Geld, dass ich wieder verpulvern kann. Ich will auch rüberspringen. Geht aber nicht. Jetzt geht's. Boah, da komme ich voll hoch. Nee. Hey. Da kannst du doch hin. Hallo? Verarsch mich doch nicht. So, noch mal eine Sekunde. So, ich möchte dahin, bitte, wenn es geht. Verdammt! Ich merke sogar mal, wenn ich einen Fehler mache. So, jetzt aber. Jawohl. Ja, warte mal, hier war nichts. Ich will dahin. So. Jetzt kommt's hier, musste ich hin, das wäre voll doof. Oh, ich habe mich hier durchgeschummelt. drücke Select, um das Kopfgeldjäger-Menü zu öffnen. Hier kannst du einkaufen gehen, die Levels wechseln und auf Statistiken zugreifen. Bams, okay. War ich aber schon. Ich möchte mal wieder zurück. Mein Viech ist immer noch da. Ich habe nicht da. Warte mal, kann ich jetzt überhaupt zurück? Hey, warte mal, ich kann gar nicht zurück, ne? Ich kann nicht mehr zurück. Ey. Ich kann nicht mehr zurück. Was habe ich denn jetzt gemacht, ey? Ja. Oh, ah, oh. Hilfe, was? Habe ich mir jetzt hier jetzt verbaut oder was? Verdammt. Ja. Und jetzt? Wo muss ich ihn hin? Er ist da. Hallo? Zack und ach hier. Ja, bringt da nichts. Außer Geld. Skiffy. Ja. Wahrscheinlich wurde mir jetzt hier gesagt, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ey, du hast ja verbockt. Geh nochmal zurück. Du Noob. Ja, wie soll man denn hier weiterkommen mit dem Loot? Verstehe nicht. Verstehe nicht, was muss ich hier machen? Das wenn ich den ab. Kann ich hier drauf springen? Nee. Dann gehen wir mal zum Kopfgeldmenü. Machen Level auswahl und machen da nochmal. Weil ich irgendwie so blöd bin. Oder? Kann ich. Ich habe ja doch nicht jetzt echt hier verbaut, oder? Oh Mann! Aber das wurde doch extra so. Verstehe nicht. Vor allem, ich habe ja auch schon einen Kontrollpunkt und so aktiviert. Ja, muss ich zur Level ausmalen, nehme ich an. Nochmal das Ganze. Oh, was, ey. Okay, jetzt sind die ganzen Dinger aber wieder da, ne? Das ganze Geld, meine ich.
Hey there, boy. Looks like we'll be hanging out together. Hey there, Ballard. Nice ride. Hey there, little Miss H2O2. Bleached much? Smart, Ballard. Not smart enough to keep a hold of this, though, are you? So long, you spotty noise. Toodaloo. Ich hasse die. Ich keine Ahnung hab, wieso. So. Und alles ist wieder gespawnt, okay. Das heißt, wir machen jetzt einen auf Speedrun in dieser Level, ohne uns irgendwas zu verbauen, wenn es geht. Habe ich jetzt die ganzen Dinger? Ich habe die Truhen behalten, okay. Alle ein. Ich sammle jetzt aber nicht noch meinen ganzen Müll auf und das auch nicht. Ich bin einfach wie ein durchgeknallter durch. Boah. Ja, okay, das muss ich natürlich wieder machen. No. Nope. Wie no, no. Jetzt will manchmal nicht abspringen, was soll das? Nein, na? So, lass mich mal. Aua! Noch was. Lass mich das mal ausprobieren mit dem Ding. Und ich. Ey, der war nicht in der Karte drin. Was ist das denn? In der Stage. Du weißt schon, was ich meine. Du weißt doch immer, was ich meine, oder? Oh, außer wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Ah, na. Ich will mal gerne wissen, wie man das Ding hier aktivieren kann. Den Rage-Modus. Nur so nebenbei. Boah, schön. Okay. Was? Au. Jawohl. So, es ist auch rot. Ich brauche einen Gegner, bitte. Ja, mal ausprobieren. Verdammter Dreck. So, dann weiter. Irgendwie wie ein Neusch aus Tetris und Corona. Er hatte mich. So, warte, nein. Bleib mal eben. Warte jetzt? Keine Ahnung. Er war so schnell tot. Er hat wohl aber noch keine Ahnung. So, weiter. Wir laufen einfach vorbei. Wir kacken auf die Typen, die jetzt gleich kommen. So, dann. Nein, da. War ich nicht auch schon? Ja, aber ich habe da bin noch nicht durchgegangen, ne? Was habe ich denn da jetzt geöffnet überhaupt? Ja, ne? Was habe ich da geöffnet? Hä? Ach, da oben. Pff. Ja, Kurzzeitgedächtnis. So, jetzt könnte ich dann noch mal hingehen. Aber egal. Ich bin gerade kaputt gerammt. Ah, okay. So, ey, was? Aua. Ey, wie könnt ihr es wagen? Ja, das war der Typ von ganz vorhin. Jawohl. Boah. Und ihr seid als nächstes dran. Pams. Easy, boy. Verpisset ihr euch. Tisch. Ich habe Not, ihr könnt mir gar nichts. Außer wenn er stirbt, vielleicht. Wieder hoch. So, Truhe, verdammt. Ja, was ist denn für eine Welt, ey? Voll die schöne Welt im Hintergrund. Voll weitläufig. Wie eine Welt. Oh, fuck. Ich meine, verdammt, ne? Was ist das denn? Was? Okay.
Okay, keine Ahnung. Nein, Kind, nicht. Nein. Sehr schön. Okay. Warum probiere ich das überhaupt? Weil wenn die Luft gejagt wäre, in die Luft gegangen wäre. Warte mal, kann man hier noch hoch? Zack. So, da. Ich muss vorsichtig vorangehen, nicht, dass ich schon wieder die Level irgendwie crashe. Da ist zum Beispiel wieder was ich aktivieren kann mit Skip. What? Ups. Nee. Nix, warum? Sollte vielleicht mal gucken, ob da links irgendwie was ist, ob ich da irgendwie springen kann und da was erreichen kann und was weiß ich. Geronimo! Oh! Au. Okay, dann würde ich sagen, 21 Minuten können wir den Part hier locker beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bleibe mich alle jetzt fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.